Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr Teil 2 von meinem finalen Liguro-Vlog, denn wie im letzten Video angesprochen, haben wir bereits am ersten Tag 72,5 Kilometer und 3300 Tiefenmeter gemacht. Das Video zeigt Ausschnitte von den Trails Crestino Part 2, Ingeniere, Fast and the Furious, Revenant und Metano Dotto, die wir an diesem Tag gefahren sind. Ja, falls ihr Teil 1 von meiner finale Liguri-Vlog-Serie noch nicht gesehen habt, ich habe euch das Video hier rechts oben in der Infobox und in der Beschreibung unterhalb verlinkt. Mit von der Partie ist heute natürlich auch wieder... Ciao, wie sie was geht? Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen von dem Video. Wie sie? Wow. Ihr habt dich schon überall gesucht, wo bist du wieder? Ja, versteckt. Versteckt. Ab auf die Trails, viel Spaß. Jetzt kommt Part 2, ab hier. Crestini Part 2. Finden. Nice. Langsam. Er klüppelt wieder wie ein Gestörter herunter. Ja, jetzt kommt das schwierigere Stück, glaube ich, hier. Oh, Alter. Herrlich. Alles gut? Oh.
Schön Dreck ins Auge gekriegt. Boah. Herrlich. So ein bisschen aufpassen. Yes. Boah, ist das staubig hier. Sehe fast nichts mehr. Erstmal abgelegt, aber alles gut. Ja, alles gut. Ja, dort im Steilfeld. Hast du weh getan? Ja, hier auf die Seite, auf die Hüfte geknallt. Yes! Check! Woohoo! Pedale. So, wir sind hier auf dem Final Borgo Trail und fahren jetzt runter zum Mittagspause machen. Der andere voraus.
schüttelst dich ja komplett durch. Oh. Weg mit dem Arsch, du. Alter. Wie sieht's aus? Ready für Runde 2 oder was? Ja, wunderbar. Manjari, der Bauch ist wieder fit. Die Knochen tun uns noch. Geht weiter. Sehr gut. So, Round 2 sind Sie oben am Fort und fahren jetzt den Fast and Furious Trail. Bin ich noch nie gefahren. War ja auch erst einmal in Finale Ligure. Deshalb freut es mich jetzt umso mehr, einen neuen Trail zu fahren. So, es geht noch ein Stück hoch bis zum Einstieg vom Trail. Sind ja alle drei im Turbo unterwegs. Ist bereits 16.14 Uhr und ja, jetzt mal gucken, wie viele Trails wir heute noch mitnehmen können. Wird die letzte Fahrt mit dem Shuttle heute hoch gewesen sein, 15.30 Uhr. Und ja, schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt noch ein paar Trails zu fahren. Weiter hoch geht's hier nicht. Herrlich. Sogar ein Liegestuhl. Jo, hier gehört hier hin. Auch noch ein Päuschen, Leute. Ja. Bevor der nächste Trail startet. Brauchst eine Kralle. Eine Kralle. Ja. Schaut euch den Ausblick an von hier oben auf Finale und das Meer runter. Herrlich. Wir machen jetzt hier kurz eine Lost Places Begehung. Schauen wir mal, was die Leute hier so alles zurückgelassen haben. Eine Kochplatte. Ja. Vielleicht reicht es noch für ein paar Raviolis warm machen. Lasst uns Fahrrad fahren gehen. Ganz schön kräftezehrend, aber super genial die Trails hier.
Jawohl. Alter, der war knapp. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, der Wiesi fährt ohne seine Brille. Dafür ist er ganz schön schnell am Start wieder. Ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen die Schärfe. Und hier hat schon jede Menge Details alle paar Meter, wo man die Lurke muss, ne? Sonst macht man hier schnell mal den Abgang. Schön reingejobbt. Der hat mir schön ins Fußgelenk geknallt. Ah, herrlich, jetzt wird es wieder anders hier von der Vegetation. Braune Erde, Steine, grün. Aber der hat schon ganz schön in sich, der Trail. Ja. Das Stück gehört hier wieder zum Iserloser Ecstasy. Heißt, wir haben den Fast and Furious hinter uns gelassen und fahren jetzt hier zum Revenants Trail. Schön drüber, die Steinfelder. Nice. Nice. The Revenant. Da ist kein Typ mehr. Den wollte ich jetzt springen. Endlich mal richtige Trails hier. Was
staubig. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich echt eine Brille anziehen. Ich höre in vorne nur immer schreien, irgendwas, aber ich verstehe es nicht. Was ist? Fuß angeschlagen. Wie fandst du die beiden Trails, Fast and Furious und Revenant? Ja, das, was ich gesehen habe, wäre schön. Das, was du gesehen hast. Ja. Also den Revenant bin ich schon mal gefahren am ersten Tag. Der war auf jeden Fall sehr nice. Am ersten Tag hatte ich auch ein paar Probleme. Aber der Fast and Furious, der war auf jeden Fall nice. Hat mir gefallen. Sehr gut. Achtung hier! Boah, es ist staubig. Oh. Ich sehe fast nichts hin. Vor mir der Wiesi, ohne Brille, gibt trotzdem Gas. Also, dass er nichts sieht, kann er mir nicht erzählen, so schnell wie er fährt. Juhu! Staubt es hier! Juhu! Alter! Ich muss erst mal unter die Dusche nachher, ey. Ich seh nix! Halt! Alter! Gar nichts passiert. Nichts passiert. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ah ja, bei dem Staub noch dazu. Alles okay? Alles gut. Okay. Das war nix. Alles gut, ja? Ja, ich bin in die Spikes reingeflogen. In so Stacheln oder was? Ja, ja. Da hast du dich aber ganz gut aufgerollt, ja? Seitlich. Wie immer. Oh. Uff.
Da war ich schon drüber. So, liebe Zuschauer, wir fahren jetzt zurück, das war's. Wir sind heute am ersten Tag, also für mich am ersten Tag insgesamt 7 Trails gefahren. Und ja, ich denke, für Tag 1 reicht es. War super genial, hat jede Menge Spaß gemacht, coole Trails. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf Tag 2. So, wir fahren jetzt hier zurück bis nach Finale Ligure. Es sind noch knapp 2,5 Kilometer. Das war mein Tag 1 in Finale Ligure. Wunderschönes Wetter, zwar ein bisschen frisch. Extrem viele Trails sind wir gefahren. Hat mir super gut gefallen. Ich bin hyped auf morgen. Und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zemme und ciao, ciao. Daniel fährt vor und wir knobeln aus. Ja, genau. Wer als Nächster fährt.